Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Die AfD sollte den Antragstellern eigentlich dankbar sein, denn Union und SPD treiben uns heute jede Menge neue Wähler zu, die sich von ihnen mit Grausen abwenden. Die Koalition möchte mit diesem Gesetzentwurf die absolute Obergrenze für die staatliche Teilfinanzierung trotz der seit 2013 bewährten Indexierung zusätzlich erhöhen, von 165 Millionen Euro in diesem Jahr auf satte 190 Millionen im Jahre 2019. Die weiteren vorgesehenen Änderungen sind nichts als reine Nebelkerzen. Die höchste Veränderungsrate des Parteienindex lag in den letzten 5 Jahren bei 2,28%. Eine Steigerung um 15% in einem Jahr ist damit eine durch nichts, aber auch gar nicht zu rechtfertigende Erhöhung um mehr als das 6,5-fache einer regulären Anpassung an die Preisentwicklung. Im Vergleich dazu müsste die IG Metall anstatt der üblichen Forderung von 6% Lohnerhöhung einmal eine Forderung von fetten 40% stellen. Nur ein Gewerkschaftsfunktionär, der so wahnsinnig ist, den gibt es in Deutschland einfach nicht. Bei der SPD liegen die Dinge anscheinend aber ganz anders. Da sind die Kassen leer. Da gönnt man sich jetzt nicht nur einen großen Schluck aus der sprichwörtlichen Pulle, sondern will gleich das ganze Fass klauen. Die Begründung für dieses schlichtweg unverschämte Ansinnen ist nur ein schlechter Witz. Da lesen wir: Digitalisierung der Kommunikationswege und Medien, Internetauftritte und Social-Media-Plattformen, das zählt die Koalition tatsächlich auf, um diesen Griff in den Geldbeutel des Steuerzahlers, und dazu gehören auch integrierte Migranten, die hier arbeiten und Steuern zahlen, zu rechtfertigen. Hat man denn in Ihrem Elfenbeinturm der Arroganz und Borniertheit eigentlich schon einmal bemerkt, dass es in der nicht am Subventionstropf des Steuerzahlers hängenden Welt auch Wirtschaftsunternehmen geben soll, die den Möglichkeiten der digitalen Welt Kosten einsparen und gerade nicht mehr Geld ausgeben? Sie jammern weiter darüber, dass im Anspruchsjahr 2017 aufgrund der Auswirkungen der absoluten Obergrenze von rund 162 Millionen Euro die rechnerischen Ansprüche von knapp 189 Millionen nicht erfüllt werden konnten. Die rechnerischen Ansprüche überstiegen die Obergrenze also um knapp 17%. Was sich nach Handlungsbedarf anhört, ist allerdings nur billige Rosttäuscherei. Werfen Sie zum Beispiel einen Blick in die Unterrichtung des Bundestages durch die Kommission unabhängiger Sachverständiger zur Frage der Parteienfinanzierung mit Drucksache 14-6710 vom 19. Juli 2001. Dort können Sie nachlesen, dass von 1995 bis 1997 die Obergrenze sogar um 40% überschritten wurde und in den Jahren ab 1999 immer noch mehr um als ein Drittel. Dies wurde zwar von den Sachverständigen als intransparent beanstandet, aber nicht etwa mit dem Vorschlag einer Erhöhung der absoluten Obergrenze beantwortet, sondern vielmehr wurde verlangt, die Zuwendungen für die einzelnen erzielten Stimmen herabzusetzen. Im Parteienfinanzierungsurteil von 1992 hat das Bundesverfassungsgericht unverändert gültig die Staatsfreiheit der Parteien verlangt und dazu ausgeführt: Die Parteien müssen nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich und organisatorisch auf die Zustimmung und Unterstützung der Bürger angewiesen bleiben. Durch öffentliche Mittel darf den einzelnen Parteien daher das Risiko des Fehlschlagens ihrer Bemühungen um eine hinreichende Unterstützung in der Wählerschaft nicht abgenommen werden. Zitat Ende. Meine Prognose lautet: Im nächsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird stehen, dass vom Wähler abgestrafte Parteien, wie hier in der Großkotz versammelt, die finanziellen Folgen selber tragen müssen und sich nicht durch eine maßlose Erhöhung der Gesamtmittel auf Kosten des Steuerzahlers sanieren dürfen. Liebe Kollegen von Union und SPD hier im Hause, bitte machen Sie sich ehrlich. Sagen Sie den Wählern, worum es wirklich geht. Es geht darum, dass die sogenannte GroKo in Wahrheit eine gar nicht mehr so große Koalition ist. Es geht nicht darum, dass der Kuchen zu klein wäre, sondern dass aufgrund Ihrer schlechten Politik eben Ihre Stücke vom Kuchen jeden Tag kleiner werden. Sie machen Politik gegen das deutsche Volk und wollen ihm dann auch noch das Geld aus der Tasche ziehen, um Ihre Politik aus Facebook und Twitter von überteuerten Mediensöldner als Wohltat verkaufen zu lassen. Die Folge Ihrer Selbstbedienungsmentalität ist aber eine weiter steigende Politikverdrossenheit. Nochmals das Bundesverfassungsgericht:
Gewönne der Bürger den Eindruck, die Parteien bedienten sich aus der Staatskasse, so führte dies notwendig zu einer Verminderung ihres Ansehens und würde letztlich ihre Fähigkeit beeinträchtigen, die ihnen von der Verfassung zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Zitat Ende. Einer Überweisung dieses Antrags in den Innenausschuss stimmen wir zu. Inhaltlich aber rufen wir Ihnen aber auch jetzt und auch dann, wenn in Russland schon Fußball gespielt wird, zu. Ganz klar und laut Nein. Nächster Redner für die SPD-Fraktion.